Liebe Genossinnen und Genossen, wenn von Defiziten die Rede ist, muss man natürlich auch auf die von Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften zu sprechen kommen. In gewisser Hinsicht sind die ja nur Wirklichkeit geworden. Noch nie waren unsere Städte baulich in so einem guten Zustand, so farbenfroh und frisch herausgeputzt. Noch nie gab es so viele und so gute ausgebaute Straßen und so viele große Autos wie jetzt. Ich wünsche mir das Grau der DDR und den damaligen Zustand der Städte und Straßen nicht zurück. Auch wenn mir manchmal das gemütliche Tuckern des Zweitakters nostalgische Momente irgendwie fehlen. Aber ich knüpfe an Telkamp an. Diese blühenden sächsischen Landschaften sind mehr und mehr potjomkinsche Dörfer. Man kann zwar mit einer Phaeton-Limousine in 2 Stunden von Görlitz nach Plauen, von der polnischen zur bayerischen Grenze rasen, aber wer mit dem Bus und der Bahn versucht, von Morgenroter Rautenkranz in den sächsischen Landtag zu kommen, der kann sich auf eine Tagesreise einstellen. Mit der Aussicht auf Übernachtung. Man hat in einigen Städten mehr Einkaufsflächen pro Kopf zur Verfügung als in den westdeutschen Zentren. Aber dafür im ländlichen Raum oftmals keine einzige Versorgungseinrichtung mehr in der Nachbarschaft. Und wie viele der schönen sanierten Wohnungen stehen leer, weil es die Fabriken nicht mehr gibt, deren Beschäftigte dann diese Wohnungen leben würden, kann außerhalb von Dresdens und Sachsens überall gesehen werden. In der wunderschönen Görlitzer Innenstadt beispielsweise ist trotz intensiver Werbung und Probewohnen jede 4. Wohnung unbewohnt. Sachsen ist heute das bundesweit älteste Bundesland, und zwar nicht, weil es so viele alte Menschen gibt, sondern weil zu wenig junge Leute hier geblieben sind. Da nützt es dann auch nichts, dass die Staatsregierung in Umfragen die Heimatverbundenheit der Jugend in Sachsen sich bestätigen lässt. Ja, auch ich bin Heimatverbundene, das hört man ja auch manchmal bei der Abweichung vom Hochdeutsch, aber Heimatverbundenheit alleine schafft weder gut bezahlte Arbeitsplätze noch eine intakte soziale Infrastruktur, die zum Dableiben oder zum Wiederherkommen einlädt. Wir als Linke haben ja geradezu zwangsläufig viel mit Heimat zu tun, weil wir ja rein zahlenmäßig eine der beiden sogenannten Volksparteien in Sachsen sind. Die CDU ist die andere. Der Status der Volkspartei ist aber auch das Einzige, was wir mit der CDU in Sachsen gemeinsam haben. Das Modell Volkspartei à la CDU läuft darauf hinaus, möglichst viel Volk unter dem Dach einer scheinbar unpolitischen Partei zu versammeln. Scheinbar ein bisschen christlich, aber nicht zu sehr. Sonst würde diese Partei in Sachsen anders mit Flüchtlingen umgehen. Scheinbar ein bisschen sozial, aber nicht zu sehr. Sonst würden sie sich nicht tatenlos zuschauen, dass 60% aller alleinerziehender Frauen in Sachsen mit Kindern unter 15 Jahren in Armut leben. Und scheinbar ein bisschen konservativ, aber nicht zu sehr. Sonst hätte man ja nicht den Welterbetitel des Dresdner Elbtals wegen einer Brücke verspielt. Verglichen mit dieser CDU ist jede freiwillige Feuerwehr eine zielstrebige politische Organisation mit klarem Arbeitsprogramm und gesellschaftlichem Gestaltungsanspruch vor Ort. Vor allem aber ist jede freiwillige Feuerwehr nützlicher als diese CDU, die nicht mal anständige Förderung der Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr zustande bekommt. Wir dagegen sind die wahre Volkspartei, weil wir im Unterschied zur CDU, die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung vertreten. Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit, die Partei des Friedens und der Demokratisierung der Gesellschaft. Wir sind die Partei, die gegen jede Form des Faschismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewaltverherrschung in der Gesellschaft auf die Straße geht. Und das lassen wir uns auch von niemandem verbieten. Und wir werden uns immer gegen jede Form der Kriminalisierung des friedlichen Widerstands gegen Nazis zur Wehr setzen. Wir sind die Partei, die Politik nicht vom Reißbrett raus macht, sondern aus der Realität heraus. Die im Elfenbeinturm, das sind die anderen. Wir aber sind die an der Seite der Menschen im Land. Das hat uns stark gemacht
Alles andere können wir getrost vergessen. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Erfolge waren nicht immer das Ergebnis so ganz grüner Strategien unserer tollen Konzepte. Sie sind vielmehr das Resultat dessen gewesen, dass wir auf gesellschaftspolitische Ereignisse reagiert und auf ganz verschiedene praktische Weise unsere politischen Angebote dazu entwickelt haben. Kümmererpartei zu sein, war nie das Ergebnis eines Fünfjahresplanes oder einer besonders klugen, ausgeheckten Hinterzimmerstrategie. Ich bin aber fest davon überzeugt, eine Linke, eine demokratisch-sozialistische Partei wird nur dann erfolgreich sein können, wenn sie tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Daran müssen wir tagtäglich arbeiten. Die Probleme in Sachsen im ganzen Osten kennen wir zu Genüge, denn wir leben, arbeiten und lieben hier. Wir versuchen als Partei darauf zu reagieren. Ob es uns gelingt, wird uns nur die Praxis zeigen. Linke unterschiedlicher parteipolitischer Zugehörigkeit schlagen sich ja bisweilen mit den Vorwürfen herum, nur Arzt am Krankenbett des Kapitalismus zu sein. Manche bekennen sich ja dann bewusst zu dieser Rolle. Üblicherweise pflegt man dann die Linken als Reformer zu bezeichnen. Und diejenigen, die das kritisieren, als Fans revolutionärer Lösungen. Die Partei Die Linke stellt sich aber im Alltag nicht nur der gesundheitsfördernden Herausforderung, dass dann diese beiden scheinbar widersprechenden Traditionslinien unter einem Hut zu bekommen. Denn nur dann, wenn wir das schaffen, wenn wir das tun, wenn wir diese Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt rücken, nur dann werden wir als Linke gemeinsam erfolgreich sein. Wenn wir also nun mit einem Dialog für Sachsen Bewegung kommt von links nach unserem Landesparteitag in die erste öffentliche Diskussionsphase treten, dann ist das nicht nur eine Reaktion auf veränderte Anforderungen der Gesellschaft, sondern auch eine Reaktion auf veränderte Möglichkeiten, die wir als Partei haben. Liebe Genossinnen und Genossen, Die Linke steht innerhalb der nächsten 11 Monate vor der Aufgabe, nachhaltig zu beweisen, dass sie gesamtdeutsch erfolgreich ist. Dass sie also in der gesamten Bundesrepublik in der Lage ist, als Interessenvertreter zu wirken. In Erwägung dessen, dass wir Linke in Sachsen, dem bevölkerungsreichsten neuen Bundesland, einen großen Beitrag zum Wiedereinzug unserer Partei in den Bundestag leisten müssen, hat der sogenannte Kleine Landesparteitag im Juli Katja und André für Platz 1 und 2 der noch zu wählenden Landesliste zu den Bundestagswahlen vorgeschlagen. Ich bin der Meinung, wir haben damit zwei unserer profiliertesten Politikerinnen als sächsische Doppelspitze für die Bundestagswahlen 2013 vorgeschlagen. Beiden ist gemeinsam, dass sie ihre politischen Ideen und Konzepte aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit heraus entwickeln und damit unsere größten Stärken, der Nähe zu den Sorgen, Problemen und Nöten der Menschen in diesem Land glaubwürdig zum Ausdruck verleihen. Beide unterscheidet, dass sie unterschiedliche Gruppen von Wählerinnen und Wählern ansprechen. Insbesondere ihre Fähigkeiten, in klarer Opposition zum neoliberalen Kurs politische Alternativen zu formulieren, lässt mich hoffen, dass sie einen erheblichen Beitrag dazu leisten werden, unserer Partei teilweise verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen. Und ich freue mich schon jetzt auf den Wahlkampf mit den beiden sächsischen Spitzenpolitikerinnen. Liebe Genossinnen und Genossen, im Rahmen der vor uns liegenden Aufgabe, Die Linke wieder in den Bundestag zu bringen, sind wir in Sachsen nicht nur aufgefordert zu zeigen, dass ostdeutsche Interessen oder, wer es so lieber formuliert haben möchte, die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung aus den neuen Bundesländern von uns am besten vertreten werden. Wir müssen auch zeigen, dass sächsische Interessen im Bund und im Land selbst bei uns in guten Händen sind. In den heute auf der Tagesordnung stehenden sozialpolitischen Leitlinien unseres Landesverbandes wird ziemlich deutlich, dass die soziale Lage der Menschen im Freistaat von bundespolitischen Entscheidungen wesentlich bestimmt wird. Die bevorstehenden Bundestagswahlen wird damit auch eine Entscheidung über die sozialpolitische Entwicklung dieses Landes werden. Nehmen wir ein für Sachsen außerordentlich wichtiges Thema, nämlich die Rente. Oder genauer die Frage der Altersarmut. Zuerst ist es mir aber wichtig festzustellen, dass dieses Thema tatsächlich auch unter dem Motto der Generationengerechtigkeit behandelt werden könnte. Wenn auch ganz anders, als es üblicherweise der Fall ist. Wenn nämlich das Rentenniveau auf 43% abgesenkt werden soll bis zum Jahre 2030, wen betrifft es denn dann? Das betrifft ganz konkret die Menschen, die heute 40, 50 Jahre alt sind und vor allen Dingen die Jüngeren.
Es ist ein unglaublich demagogisches Argument, die verschiedenen Generationen gegeneinander auszuspielen und damit im Kern dafür zu sorgen, dass eine sehr grundsätzliche Frage gestellt wird, die Solidarität und der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Entwicklung der letzten Monate zeigt, dass die Zahl der Befürworter der unsäglichen Schröderschen Agenda 2010 bei SPD und Grüne bröckelt, und das ist auch gut so. Meine Erfahrung ist, viel überzeugender als den Menschen ins Ohr zu brüllen, ist es, mit ihnen zu reden und ihnen zuzuhören. Nicht mit den Beschlusslagen der Partei in der Hand zu agitieren, sondern bereit sein, auch selber lernen zu wollen. Sind wir denn die Klügeren mit den besseren Ideen und den großartigsten Angeboten? Sind wir die, die die Gedanken schon bis zur letzten Ecke ausgeleuchtet haben? Wollen und sollten wir so auftreten? Nein, bitte nicht. Und daher haben wir in Anlehnung an die Diskussionsforen der Parteivorsitzenden im Internet diesen Parteitag auch unter das Motto gestellt: Fragend schreiten wir voran. Doch dieses Motto muss zukünftig eines unserer Wiedererkennungsmerkmale in der sächsischen Parteienlandschaft werden. Es wird ja immer so gern über die Tonalität des Auftretens einer Partei gesprochen, also darüber, welchen Eindruck man hinter bzw. neben den einzelnen Ideen und Konzepten vermittelt. Kommunikationskultur ist heute die politische Kernkompetenz. Das gilt für den Umgang mit der Bevölkerung, aber auch zwischen den Akteurinnen und Akteuren in der eigenen und natürlich dann auch mit verschiedenen anderen Parteien. Ich halte es deshalb für müßig, darüber zu spekulieren, ob aus einer rot-rot-grünen Regierungsalternative am Ende ohnehin nichts werde, weil SPD und Grüne im Zweifel lieber der CDU zum Weiterregieren verhülfen. Ich glaube, am Ende entscheiden Menschen, die miteinander können oder eben nicht. Und in der Politik können sie dann miteinander, wenn sie gemeinsame, spannende Projekte haben, die aus der Sicht aller Beteiligten Sinn machen. Dabei sollten kulturell bedingte Missverständnisse zwischen den potenziellen Partnerinnen und Partnern geduldig ausgeräumt werden. Ein Beispiel. Unsere seit langem geführte Debatte zum Thema Privatschulen, ja oder nein. Die einen machen es zur Glaubensfrage und sagen, es darf nur staatliche Schulen geben. Die anderen sagen, Privatschulen sind eine Form des Dualismus innerhalb der Bildungspolitik. Klar sage ich auch, wenn Privatschulen bzw. vor allem nur das Gewinninteresse dienen sollen, dann bin ich sofort ein Gegner davon. Aber was spricht denn dagegen, dass es öffentlich, demokratisch, frei zugängliche Schule für alle gibt, die natürlich vom Staat zu garantieren ist? Aber nicht jede Schule muss vom Staat organisiert werden. Denn wichtiger ist doch der Bildungsinhalt bezüglich der Form sowie der Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, muss größtmögliche Freiheit herrschen. Der Staat gibt dazu die notwendigen Rahmenbedingungen vor. Darüber werden wir ja vielleicht noch morgen in der Diskussion über die bildungspolitischen Leitlinien sprechen können. Am Beispiel unserer sozial- und bildungspolitischen Leitlinien wird auch zu erkennen sein, dass wir einen klaren Kompass bei unserer Politik in Sachsen haben. Mit an erster Stelle steht die Herausforderung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen sächsischen Regionen. Der Freistaat muss endlich seiner sozialen Verantwortung nachkommen und darf sich nicht mehr bei Aufgabenübertragung an die Kommunen Leistungsangebote nach jeweiliger Kassenlage vor Ort provozieren. Deshalb ist ein aus Landesmitteln finanzierter Soziallastenausgleich aus unserer Sicht notwendig. Denn soziale Infrastruktur, insbesondere Kinderbetreuung und Schulbildung, medizinische Versorgung oder Alterspflege, muss für alle erreichbar sein. Wir müssen endlich begreifen, dass vieles, aus welchem Grund auch immer, dem Wettbewerb unterworfen worden ist, diesen wieder entzogen werden muss. Sei es das Gesundheitswesen, die Hochschulen, der Rettungsdienst oder das simple Mittagessen in der Kita oder in der Schule. Wir dürfen nicht nur die Zukunft dieses Landes nicht Roulette spielen, sondern schon gar nicht mit der Gesundheit unserer Kinder. Wenn sogar der Rufer vom Weißen Hirsch die derzeitigen Verhältnisse so kritisch sieht, da kann ich mich ja, der da aufgewachsen ist, wo die weiße Erdenzeche der Grundstoff für das weiße Gold gewonnen worden ist, was ja Ausdruck von Wohlstand auch auf dem Weißen Hirsch war, nur noch anschließen. Und vor allen Dingen aber eine Schlussfolgerung ziehen. Handeln ist angesagt, aber jetzt. Vielleicht